Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Sonderfilmchen von knapp 2 Minuten über die Radlstrecke, die ich letztens für meine Tour gemacht habe, über den Ruhr-Lenne-Achter-Radweg von 45 Kilometer, den ich hier vor 4 Tagen eingestellt habe. Die Tour habe ich ja am 31. März gemacht. Und ich hatte ja dort im Kommentar schon mal angedeutet, dass ich hier noch historische Aufnahmen von der Bahnstrecke habe. Ja, wie ihr sie hier sehen könnt, habe ich tatsächlich in meinem Archiv gekrost und gefunden. Hier die letzte Fahrt mit dem Schienenbus, zufälligerweise auch die letzte Fahrt am 31.03.2007, witzigerweise. Wusste ich gar nicht mehr, aber ich, wie gesagt, ich habe es in meinem Archiv gefunden. Die wollte ich euch noch mal zeigen und da ich weiß, da auch hier einige Bahntrassenfans sind, die auch Eisenbahnfans sind, wollte ich euch das nicht vorenthalten. Ja, hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. So sah das aus, bevor das mal zu einer Trasse umgebaut worden ist, nur für Radfahrer. Okay, mit diesen Bildern möchte ich mich verabschieden. So kann es gehen. 4-teiliger Schienenbus. Einfach schön. Ja, schade, dass es das alles nicht mehr gibt. Jo, und ich kann jetzt schon verraten, gleich kommt noch ein besonderes Schmankerl aus meinem Eisenbahnarchiv, auch zu der Strecke hier, dem Ruhr-Lenne-Achter. Ihr seht schon, im Text Baureihe 01 1066 gab sich die Ehre. So wie es wohl mal war, wenn ich mich richtig erinnere, gab es wohl auch ab und zu einen Direktzug von Hema aus mit einer Schnellzuglokomotive. Ich weiß nicht, wie oft der gefahren ist, einmal die Woche oder so. Ich kenne das nur hier von Remscheid, da kann ich mich noch genau dran erinnern. Da gab es auch einen sogenannten Kurswagen. Und der fuhr, glaube ich, auch einmal die Woche oder zweimal. Ich weiß es nicht genau. Ja, auf jeden Fall. Gut, könnt ihr ja mal in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht weiß das noch jemand genau. So sah das halt auf dem ehemaligen Bahnhof in Hema aus. Wenn denn dieser Schnellzug einmal die Woche oder zweimal ein direkter Schnellzug, womöglich auch noch mit Dampf zur Dampfzeit gefahren ist. Ja, ich habe das Geschnatter und den Ton noch so ein bisschen im Hintergrund mit drin gelassen. Ihr seht ja, war richtig viel los und ich habe ein bisschen auf Zeitraffer gemacht, weil das sehr langwierig war, dieses Umsetzen der Lok. Ja, und jetzt fährt Baureihe 01, diese Schnellzuglokomotive, hier wieder aus dem Bahnhof von Hema. Gleich kommt nochmal ein richtig lauter Pfiff. Genau, und mit diesem lauten Pfiff möchte ich mich verabschieden. Lasst einen Daumen hoch da und oder auch ein Abo. Und tschüss.